So, jojo meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2. Und zwar ist heute das DLC oder Addon Hohenkirch erschienen. Ja, das Ganze werden wir jetzt mal zusammen ein bisschen testen. Und ja. Oh, Screenshot. So. Mitgeliefert haben wir hier übrigens das OBS, ja moin. Das Ivis Plus. Und einen anderen Ticketprinter haben wir drin. Genau. Ja. So. Den Bus kennen wir ja schon aus Partikelsdorf. Dafür wurde der übernommen. Es ist auch witzigerweise der gleiche Erbauer wie von Haaren. Soweit ich weiß. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, jetzt hier vom Busbahnhof gestartet. Genau. So, hier fahren wir nach links. Ah, Junge, das hätten wir mal fixen können, dass dieser Bus nicht hier sofort in ABS geht. Das geht nervt, ey. Junge, da steht bitte abfahren, was mache ich? Ich klicke drauf. Leute. Boah, ist laut. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen Stadtpark. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen Rathaus. Ah, sieht doch schon mal eigentlich alles ganz in Ordnung aus, muss ich sagen. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Objekte an, weil ich das mal gucken möchte, wie es erstmal so von der Grundeinstellung bei mir ist. Aber das sieht schon mal, wie gesagt, sehr, sehr schick aus hier alles. Klar kennen wir jetzt alles aus der Map Haaren und natürlich so viele Objekte, aber es ist sehr schön gebaut. Sieht sehr gut aus. Häuser richtig schön gesetzt. Gefällt mir. Und hier läuft es jetzt richtig schön flüssig, wie ich gerade sehe. Bei dem Busbahnhof nämlich noch nicht ganz so gewesen. Ich denke mal, es kommt auch noch an, wo wir uns bohren. Genau. So, hier fahren wir nach links. Ah, okay. Rathaus, ah ja. Ja, mitgeliefert wird, wie gesagt, der MANA20 als Euro 5, Euro 6. Mal ein bisschen den Ton mal leiser. Euro 5, Euro 6, ja, als Solo-Variante und der Iveco U-Bahn W 18 Meter. Also das Rebuild gefällt mir eigentlich echt sehr gut, muss ich sagen. Auch vor allem hier mit diesen schwarzen Felgen, das macht auf jeden Fall was her. Sieht sehr gut aus. Ja. So, ja, da fahren wir weiter, dass wir nicht allzu viel Verspätung kriegen. Ich mache jetzt hier nochmal einen Fang hier.
moin. Ja, der Ticketprinter ist auch, wie gesagt, ne, das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Hat was. So, Abfahrt. So, wir fahren mal links. So, mal Bordstein. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen, Feld am Berg. Manfred! Ah, hier ist gerade die Performance nicht so geil. Also es geht halt noch. Ah, jetzt haben wir, glaube ich, einmal wie so eine Stichfahrt gemacht, kann das sein? Ja, na klar. Aber jetzt hauen wir hier geradeaus weiter. Vielleicht mal ein bisschen weniger Busse sitzen. Oh, guck mal, C2G als KI fährt ja auch rum. Cool. Sieht mal aus wie aus der Stadtbusfamilie so ein bisschen, ne? Kann das sein? Gesamtschule Hohenkirchen. Ah ja, das können wir doch aus dem Bild hier. Cool. Na, wir fahren jetzt nämlich geradeaus weiter. Pfeffer sogar Schulbus, ey. Cool. Moin. Haltestelle Obermaybach. Oh, sehen wir schön hier Elster-Saale-Bahn oder Erfurt-Bahn. Sehr cool. Baureihe 650. Aber das ist so landschaftlich, sieht das doch echt cool aus, muss man mal sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Fahr doch auf, sind 60, ey. 80 sogar.
Ja, für die, die es nicht haben, ladet euch auf jeden Fall den 4 GB Patch runter, er wird so empfohlen. Genau. So, was haben wir hier? Obermaybach. So eng hier, ey. Auch das sieht irgendwie schon auf den ersten Blick alles echt sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Hier wird ein Haus gebaut oder sowas. Ah, das geht auf das Sack dieser Karre, das Gebremse hier. Fahren wir einmal schon das Dorf hier, das ist doch herrlich. Ja, und wir können uns auch dieses Jahr hoffentlich noch auf Thüringer Wald freuen. Das hier spielt ja witzigerweise auch Thüringer Waldregion. Boah, wie gesagt, das wird schon echt cool, denke ich. Wie ich gerade schon sehe, ich glaube, das besteht aus sehr, sehr viel Stichfahrten, sage ich mal. Ja, man fährt einmal hin, dann fährt man wieder zurück. Das ist schon cool, gefällt mir. Höhe sind wir jetzt hier. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Ort, wie man sehen. Okay. Haltestelle Dörrhöhe an der Hütte.
Ich würde sagen, bis zur nächsten Haltestelle fahren wir und das sollten auch eigentlich erstmal die ersten Eindrücke dann gewesen sein. Genau. Ich sag, der Fahrplan gefällt mir sehr gut. Also klar, wir sind eine 2,5 Minuten Verspätung, aber egal, also ich finde das eigentlich ganz cool so. So, also. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.